deine Partien mir angeschaut. Wie lief's? Du hast nicht viel versäumt. Ich habe 3 Partien gespielt, 1 verloren und 2 Remis. 3 nur? Ja. Von 7. Von 6. Bayern hat, glaube ich, nur 6 Kämpfe gehabt. Ja, genau. Aber insgesamt, glaube ich, Bayern München, kann man sagen, lief gut, ne, oder? Na gut, sagen wir so, dieser Sensationssieg gegen Baden-Baden, der überdeckt natürlich alles andere. Ne? Es war auch vieles nicht so toll, aber jetzt ist alles gut. Ne? Mhm. Jetzt aktuell der Kampf heute gegen Solingen. Ne? Wir hatten schaut gut aus. Niklas sehr lange angeschaut gegen Raga. Eine gute Partie, gut vorbereitet, aber jetzt sieht es so ein bisschen nach, ich muss noch gucken, wo ist das? Das ist ganz am Anfang. So, jetzt kriegt er wieder Niklas zu sehen, weil Klaus zu Besuch ist. Das ist jetzt die aktuelle Stellung hier, CB5. Er hat die ganze Zeit Druck gemacht auf den schwarzen Feldern, aber Raga natürlich kein schlechter, hat sich gut verteidigt. Ja, und das eigentliche Angriffsobjekt stand einst auf G7. Er ist weg. Der ist weg und jetzt... Ja, Turm G7 ist keine große Drohung jetzt, ne? Weil der König wegläuft, der schwarze König. Dementsprechend läuft es auf Remien aus. Wir können ja gerne mal die restlichen Partien bei euch durchgehen. Ich habe vorhin geguckt, der Miguel stand prima gegen Nikolic. Okay, gucken wir kurz nochmal bei Bogner. Der steht nicht so gut mit Schwarz gegen Surya Shekhar Ganguly aus Indien. Weiß hat einen Bauern mehr. Und ja... Dementsprechend vermutlich. Gut, also das schaut jetzt ganz schlecht aus. Oh ja. Der kann da wahrscheinlich einfach tauschen und Turm C7 machen. Ja, das war auch meine Idee. Tauschen, nehmen wir so Turm C7. Warum sollte das hier noch haltbar sein für Schwarz? Turm E8 gibt es noch, den Trick. Und auf E3 kommt Turm E4 oder was? Ja, das wird auf Dauer nicht gut gehen. Jetzt kommt der König und... Der Witz ist, dass die Engine... Ne, C3 gibt es hier leider konkret. Oh. Noch ein paar blöde Tricks, ne, die Engine findet. Unglaublich. Aber ich gebe zu, ich wollte auch damit C4, Turm C4, Turm C7 und dann den Punkt einsacken. Es gibt das noch hier, das noch. Das müsstest du eigentlich wissen. Ist das theoretisch gewonnen? Du verwechselst mich da mit Carsten Müller. Also der wüsste es wahrscheinlich wirklich auswendig. Also das schaut gut aus. Erstens ist es ein B-Bauer und kein A-Bauer. Und die Struktur ist ja auch nicht verkehrt. Vielleicht kann man ja einfach Turm F4 machen und dann mit dem König laufen. So Schwarz muss dann so unbedingt versuchen, so schnell wie möglich F6 und G5 hinzukriegen. Wie würdest du rüberlaufen? Über die erste Reihe oder dritte Reihe hier mit dem König? Das ist wahrscheinlich gerade egal. Das ist schon völlig egal. Ja. Also Schwarz muss Gegenspiel kreieren am Königsflügel. Ne? Ja, genau so. Eine wichtige Sache, Leute, ist bei solchen Endspielen, die ihr wissen müsst, so klassisch von der eine klassische Theorie, wenn dieser Turm hinter dem Bauern steht, dann wäre es simpel gewonnen, weil der Turm den Bauern unterstützt. Wenn der Turm allerdings da steht, das ist so der häufigste Fall eigentlich, ne, weil häufig die Türme von hinten alles abgrasen und dann den Bauern von hinten decken, dann wäre es theoretisch Remis, denke ich, ne, wenn der Turm hält. Tarasch hätte es nicht schöner sagen können. Der Turm gehört hinter den Freibauern. Wurscht, ob es der gegnerische oder der eigene ist. Aber dann haben wir den Zwischenfall von der Seite halten, so wie hier, was auch nicht so häufig vorkommt. Und da gibt es natürlich realistische Gewinnchancen, aber ich weiß es auch nicht. Also ich weiß es nicht, ob das gewonnen ist. Na gut, also da haben wir es schwer. Ja, also hier sieht es nicht gut aus für Bayern. Hier hat, Miguel Santos, hast du gesagt, hat schon gewonnen gegen Predrag Nikolic. Sieht auch sehr gut aus. Ne? Ja. Miguel Santos, ein junger spanischer Spieler. Wie seid ihr an den rangekommen? Hier holt er Leute ran. Der kommt aus Spanien auch, ne? Ja, der ist aus Spanien angereist. Einfach angereist aus Spanien. Spielen wir mal schnell durch. Der spielt irgendwie so Bischofschach, habe ich den Eindruck, auf den hinteren 2 Reihen. Hickelschach. Ja, das schaut doch gut aus. Also ich weiß noch nicht, wie er den Läufer nach G3 oder F4 überführen konnte. Aha, es zeichnet sich ab. Na, Schwarz hat die Damen getauscht, naja. Jetzt ist es natürlich strategisch besser. Na gut, jetzt ist es bitter für Schwarz. Ja, falls ihr euch wundert, warum ich schnell durchklicke, das ist normal bei Profis und Semi-Profis wie mich. Einfach schnell durchklicken. Der Springer E8 ist gerade weg, ne?
Der kann nirgendwo hin. Springer F6, Turm F6. Gut, jetzt gibt es noch Turm D8. Turm D8? Also, das, nee, der nimmt einfach zurück. Turm Stichter auf D8, 6, Schach. Wenn er auf D8 einfach zurücknimmt, ist noch einfacher. Dann ja. Einfach. Ja, ist völlig aus. Das heißt, der Springer auf E8 ist weg. Der kann da auch nicht hin, da auch nicht, weil der Läufer alles deckt. Ja, das hat er gut hingekriegt gegen so einen erfahrenen Mann wie den Brettwagner. Ja. Aber der Schandtisch hat ja auch 2-6 fast, ne? Dann Brett 4 bist du wahrscheinlich. Remis gegen Alexander Naumann. Ich vermute mal ausgespielt nach 20 Zügen. Was sagt die Engine zu der Schlussstellung? Minus 0,2. Hättest du also weiterspielen müssen? Können. Nein, aber dein König steht natürlich auch nicht so schön, ne? Das verstehe ich. Ja, der Springer ist gut, aber also es gibt halt immer halt schwierig, schwierig. Ne? Der König steht natürlich hier recht. Aber lass mich da noch ein Wort dazu sagen. Ja, bitte, bitte. Und zwar ganz einfach, das ist auch der Grund, warum ich vorbeigeschaut habe. Ne? Es mag wieder Leute gegeben haben, die über die maßlose Faulheit und Feigheit der alten Säcke gelästert haben. Nicht bei uns. Nicht bei euch, das ist schon mal gut, bravo. Und ich wollte nur eine Sache dazu zu bedenken geben. Also, ich kann euch aus meiner Erfahrung sagen, es ist ziemlich einfach, mit knapp 20 nachzuweisen, dass man gut genug ist für die Bundesliga. Während mit 60 nachzuweisen, dass man immer noch gut genug ist für die Bundesliga, ist aus meiner Erfahrung heraus schwieriger. Ne? Bist du schon 60? Ja. 60. Mhm. Und es ist tatsächlich so, also ich werde jetzt gründlich drüber nachdenken, ob das überhaupt noch Sinn macht. Ich habe schon 40 Jahre Bundesliga hinter mir. 40 Jahre, krass. Ja, 81 habe ich angefangen. Und es ist tatsächlich so, ich muss das bewerten, weil ich habe diese Saison keine Partie gewonnen und das macht einfach herzlich wenig Spaß. Wie viele Partien hast du gespielt? Insgesamt? Gut, das ist schon so lange her. Ja, das ist natürlich blöd, ne? 2 Jahre jetzt, ne? 19. Ja. Also, es ist schwierig und das ist also ein kleiner, leiser Abschied, den ich jetzt hier höre, liebe Freunde. Es ist kein leiser Abschied, aber es ist ganz einfach so, ich habe manchmal schon den Verdacht, dass ich vielleicht doch hinter Mikrofon oder bei den Seniorenturnieren besser aufgehoben bin als in der Bundesliga. Mhm. Das hat ja keinen Sinn, da jetzt den Stab drüber zu brechen. Ich muss mir das überlegen. Und gestern ist, glaube ich, beschlossen worden, dass zumindest ein Jahr lang die Kader, glaube ich, wieder auf 20. Das ist noch nicht klar. Ja, aber vielleicht kommt es ja doch so und dann ist es auch kein Problem, noch ein Jahr in dem Kader zu stehen. Mhm. Und dann muss man drüber nachdenken. Und ich bin ja nicht der Einzige, den es hier betrifft. Also ich habe mich hier im Saal auch umgesehen. Also die Spieler meiner Generation, das ist völlig wurscht, ob sie Uwe oder Reiheisen oder Brettrack oder wie sie heißt, die haben sich alle schwer getan. Also Nikolic, Tischbirek, Uwe Börnischen. Ja, also wir haben es alle schwer. Und ich kann ja aber verraten, auch die jungen Spieler gerade, die haben sich beschwert, so Doppelrunden jeden Tag, so die waren nicht müde, Rasmus und Pyrun. Aber die haben natürlich mehr Partien noch gespielt. Gut, das betrifft die alten Säcke natürlich nicht, weil wir haben alle gesagt, nee, wir spielen doch keine Doppelrunden. Nee, Doppelrunde ist echt heftig, ja, ja. Also das ist nicht das Problem, aber Bundesliga ist ein hartes Brot und ich wollte einfach nicht, dass es heißt, ne, diese abgrundtiefe Feigheit und Faulheit ist nicht mehr zu tolerieren. Also, das ist überhaupt kein Thema hier. Ich weiß nicht, war das überhaupt irgendwo ein Thema? Ich glaube nicht. Ne? Ach Quatsch. Ja, aber du spielst aber auch Seniorenturniere, habe ich gesehen, oder? Spielst du deutsche Nationalmannschaft, Seniorenturniere, sowas? Habe ich schon mal gemacht, ne? Aber gut, da ist er in letzter Zeit auch nicht, hat nicht viel stattgefunden. Ich habe dieses Jahr die Senioren-Europameisterschaft gespielt. Das ist eine Mannschaft immer, ne? Nee, das war Einzel. Okay. Und das war in Sardinien und das war auch total schön. Das ist erst 2 Wochen her. Mhm. Aber wenn ich ehrlich bin, wenn ich gewusst hätte vorher, dass man da tatsächlich auch während der Partie Masken wird tragen müssen, ja, dann hätte ich es mir überlegt, ob ich es überhaupt machen soll. Du bist doch Brillenträger, das ist doch Mist mit Brille, oder? Ja, gut. Also bei mir beschlägt das immer alles sofort. Das ja, das ist, wird jedem so gehen. Nee, hängt davon ab, wie bei manchen, ich weiß nicht, woran es liegt, aber bei manchen ist es nicht so. Also bei mir ganz schlimm. Ja, also ihr wisst natürlich, dass Großmeister Klaus Bischof, der macht natürlich diesen Kommentarjob
auf einem ganz anderen Niveau schon viele, viele, viele Jahre bei den großen Turnieren, Dortmund, Grenke-Turniere in den letzten Jahren auch viel. Du hast jetzt auch online sehr viel gemacht für Chessbase, ne? Du überträgst für Schachdeutsch und TV, hast du was gemacht von den German Masters. Ja, ne? Das habe ich gemacht. Viel, von zu Hause häufig, ne? Oder auch? Nee, du warst meistens vor Ort in Magdeburg, weil die Idee war ja, die Spieler hinterher ins Gespräch zu bekommen. Also war natürlich ein Aufwand hinzufahren und dann im Prinzip dreieinhalb Stunden zu kommentieren und dann, wenn die Partien fertig sind, die Spieler im Gespräch zu haben. Aber ich finde trotzdem, es lohnt sich immer. Du machst ja selber auch die Live-Gespräche mit den Spielern. Es ist halt doch was anderes. Die Leute wollen ja auch Bilder sehen. Nee, ich bin auch schon gut müde. Letzten Tage super viel kommentiert. Ist hier eigentlich jetzt, achso, nee, ist immer noch nichts Besonderes los. Das Schach bei F6 wird ihn auch nicht umbringen. Nee, er läuft einfach weg, ne? Aber warum kann er nicht nach E7? Noch kann er auch. Genau. Ja, Niklas versucht noch hier, Niklas großer Kämpfer, versucht natürlich noch was zu machen gegen Raga, aber es ist objektiv ausgeglichen. Ne? Na gut, wahrscheinlich leidet Schwarz schon immer noch ein bisschen. Aber jetzt zeig dir mal die anderen Stellungen. Also der Miguel hat gewonnen und ich glaube, dann hatten wir noch einige Gewinnstellungen. Ah nee, wo bin ich denn? Ja, das ist ja auch, ja. Das ist der Linus. Linus Johansson aus Schweden gegen Florian Handke. Handke hat einen Bauern mehr, Läuferpaar, beide Könige recht offen. Wer ist dran? Schwarz ist dran. König A1 war der letzte Zug. Naja, das war eine Gemeinheit. Läufer E3 wäre wünschenswert gewesen, ging aber nicht wegen Läufer schlägt G5. Ah, da waren wir. Läufer E3 geht nicht wegen Läufer G5, ja. Ja, verliert Material, deswegen muss König A1 kommen. Und Schwarz ist dran. Hier steht Schwarz besser, ne? Materiell und... Na gut, der Springer G5 ist schon immer noch gefährlich, ne? Es könnte damit C7 irgendwann mal kommen, ne? Na, so aus einer Richtung. Aber Linus hat wenig Zeit. 2-3 Minuten. Wir sind bei Zug 31. Ah, er hat schon gespielt. E4 hat er gemacht. Scheint ein starker Zug zu sein. Ah, Florian ist ein starker Spieler. Ne? Also der ist auch sehr unterschätzt. Spielt eigentlich fast nur in der Bundesliga. Der ist Jurist, soviel ich weiß. Und hat irgendwie... seit Jahren diese Zahlen, ne? 2,5 irgendwas, spielt aber eigentlich nur in der Bundesliga. Achso, was ist die Idee, wenn Weiß einfach auf E4 schlägt? Nehmen wir einen Bauern. Einen Bauern. Nehmen ist schlecht wegen Dame C8 wahrscheinlich, oder? Ja, das dachte ich auch, zumindest auf den ersten Blick. Ja, das geht nicht, Dame C8 ist matt. Weil ja, oder eine Figur weg. Ne? Ja, nee, Läufer E4 geht gar nicht. Will er hier nehmen? Ja gut, das kann er machen und dann Dame schlägt E4 spielen. Also. Aber... ja, das ist wahrscheinlich nichts. Das ist wahrscheinlich nicht das Ende der Welt für Schwarz, für Weiß. Nee, also hier glaube ich, ist das Remis das wahrscheinlichste Ergebnis. Die Engine sagt Dame C5, aber das kann doch nicht die Idee von Schwarz gewesen sein jetzt hier. Ja, vielleicht ja doch. Sowas hier? Ja, nach Damentausch regiert das Läuferpaar. Ne? Das stimmt. Ja, das macht einen guten Eindruck. Ja, aber meinst du, das war seine Idee von E4? Er hätte auch sagen können, okay, ich spiele sofort Dame C5. Naja gut, aber mit E4 hat er diesen Weg von der Dame Richtung G5 geöffnet. Also vielleicht ist F/E4 doch falsch. Also da scheint es jedenfalls in eine ungute Richtung zu laufen für Weiß. Ja, okay. Aber wir hatten, glaube ich, an Brett 8 noch eine Gewinnstellung. Gucken wir mal hier erstmal. Jörg Wegerle, Fedorowski, wenig überraschend hier sehr aus. Ja, Weiß hat einen Bauern mehr, aber das sollte Remis werden. Ist zu wenig. Der schwarze Turm ist hinter den Bauern aktiv gegen beide Bauern. Jetzt wird der König herankommen, den decken. Das sollte Remis sein. Dann haben wir hier Martin Lokander. Oh, gegen Markus Schäfer. Der Präsident der Schachbundesliga e.V. Der Schachbundesliga e.V. hat jetzt mehrere Partien gespielt dann in den letzten Tagen. Heute wieder. Martin Lokander, auch ein Schwede bei euch, hat eine sehr schöne Partie gespielt gegen wo war das? Gegen Sieg gegen Ban-Ban, glaube ich. Gegen Movsesian. Ja, ja. Mit dem König nach vorne, ne? Dieses Endspiel, weißt du, ne?
Ich muss zugeben, ich war beim Essen, während die Jungs die Arbeit gemacht haben. Das war eine super Partie. Ja. Er hat hier Weiß gegen Markus. Markus ist auch deutlich stärker als seine Zahl. Spielt halt auch sehr wenig, nur in der zweiten Bundesliga für Solingen. Gut, Weiß hat das Läuferpaar, aber ist jetzt, sieht ausgeglichen aus, ne? Irgendwie König B6, Springer C6, sollte sich Schwarz halten können, oder? Was meinst du? Also von B4 soll Schwarz wahrscheinlich die Finger lassen, weil dann gibt es auch so einen Einstieg auf A6. Aber es gibt ja auch keinen Grund, B4 zu machen. Also als Schwarzer hier? Hm. Nee, weil das hier auch wahrscheinlich hier... Da handelt es sich nur Ärger. Also König B6 und Schwarz sollte keine Probleme haben. Ne? Ja, natürlich kann Weiß Läufer A5 spielen, aber dann geht er halt wieder zurück. Wird sich nicht viel geändert. Und dann Springer C6 geht nicht, aber... Irgendwas. Vielleicht sogar das. Ne? Aber gut. Okay, also hier ist nicht so viel drin. Was haben wir hier? Oliver Kniest. Hey, ich glaube, das ist sogar der Präsident der SG Solingen. Spielt gegen Stefan Schneider. Ist das auch ein Schwede? Oder ein Deutsch? Ja, hört sich Deutsch an, ist aber auch ein Schwede. Was habt ihr mit den ganzen Schweden bei euch in München? Das kam ganz einfach so, das ist kein Geheimnis. Der Stefan Schneider war der Erste, der da war. Den hat es beruflich nach München verschlagen. Und der hat dann, als man bei uns eben die Mannschaft verjüngen musste, im Prinzip die anderen nachgeholt. Ne? Das wird Remis hier, das ist Dauerschach. Weiß eine Figur weniger? Mach mal noch einen Pfeil von A3 nach F8, das könnte auch was ändern. Stimmt. Okay, Schach, Dame F8, Schach. Der König muss allerdings hier hin, da kann er nicht hin wegen der Gabel. Achso, und das ist trotzdem, das ist immer noch Dauerschach, oder? Springer F7. Ja, das wird Remis. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig schwierig zu berechnen. Das wird ja auch, weil es auch einzige Züge sind. Na gut, das ist schade, weil da war mehr drin für Schwarz. Mm. Oh, übrigens hier, ne? Turm E3, Schwarz steht auf Gewinn, Turm A3. Und hier, ja, hat er den ganzen Vorteil weggeschmissen. Indem er jetzt hier einfach genommen hat. Er hat einfach sich verrechnet. Ja gut, er hat gedacht, Dame F8 wird reichen, aber das ist dann ist es halt immer noch Dauerschach. Mm. Oder haben wir uns da irgendwie vertan? Nee, das ist Remis. Hier steht übrigens Schwarz auf Gewinn, wenn er den macht. Warum? Na gut, erstmal ein Bauern mehr. Der weiße König ist halt ultra offen hier. Greift die Dame an, aber wieso geht das hier nicht? Wegen Springer C4? Nee. Doch. Nee, Springer C4 will er nicht, ne? Doch, das ist gut. Der schlägt mit Abzugsschach zurück. Oh! Und dann kann er hier schlagen wahrscheinlich. Ne, es wird hier matt wahrscheinlich, ne? Irgendwann. Ja, also das wird matt. Das wird jedenfalls nicht gut. Ja, genau. Lass es schon mal stehen, das ist ganz einfach. Bitte was? Wir brauchen nur noch einen Zug dazu nehmen. Achso, nee. König F2 hätte Schwarz sogar Dame H4 machen können. Ja. Okay, das habe ich jetzt nicht berechnet. D1, Matzes. Na, das ist natürlich ein sehr schönes Matt. Das ist beinahe ein Epaulettenmatt. Mhm. Genau, nur beinahe. Okay, ein bisschen Pech für euch hier. Er stand völlig auf Gewinn und jetzt geht das ins Dauerschach. Ne? Haben wir auch schon die Stellung hier. Wir haben jetzt die Stellung und das wird hier Dauerschach. Wegen Springer F7. Wobei, warte mal, Dame E6. Dahin ist halt Dame E6. Ja, das kennen wir ja schon. Das geht nicht wegen dem, hier haben wir gesagt. Ja, also die Partie, wir trainieren, ist auch schon Remis ausgegangen. Mhm. Na gut, dann geht es ja am Ende vielleicht sogar 4-4 aus. Das ist auch ein Ergebnis, mit dem wahrscheinlich beide Seiten leben könnten. Danke, Black Cross Chess, für den Prime. Jo. Wir können mal... Ja, aber jetzt schau doch mal zu den Baden-Badenern rein. Also die müssen, oder haben die deutsche Meisterschaft schon gewonnen? Ja, mehr oder weniger. Wir gucken jetzt mal hier über Chess24. Ja, also Baden-Baden, 4,5 zu halb. Die sind deutscher Meister. Herzlichen Glückwunsch nach Baden-Baden. Es sei Ihnen gegönnt. Ja, zum wievielten Mal, Klaus? Weißt du das? Vielleicht 12 Mal, aber ist nur gerade. 14. Also 14 Mal deutscher Meister in den letzten 15 Jahren, meine ich. Oder 16, jetzt weil ein Jahr nicht.
Ja, das stimmt, die haben irgendwann mal die Solinger als Rekordmeister abgelöst und dann hat Solingen sogar noch einmal zurückgeschlagen, für alle überraschend, aber der lange Atem war zu lang. Mhm. Und jetzt wieder, also ist natürlich so ein bisschen das Bayern München der deutschen Schachbundesliga im Prinzip, Baden-Baden. Das steht jetzt fest, die haben gewonnen, damit sind sie durch. Wichtig ist noch, Schachfreunde Deizisau 4-3 gegen Hockenheim. Das heißt, Deizisau wird wahrscheinlich Zweiter. Wir können gleich mal in die Partie reingehen von Alexander Dutschenko gegen Buhmann. Bei Bayern München, weil du jetzt hier bist, steht es 2-2. Und die vier Partien, die noch laufen, sind halt relativ ausgeglichen. Wobei Handke steht besser, haben wir gesagt. Hm. Wegerle war unentschieden. Schäfer gegen Lokander ist ausgeglichen. Also eher so ein bisschen 4,5-3,5 für Solingen vielleicht. Der wahrscheinlich hat Bayern keinen, der so gut steht, wie der Handkenner ist. Mhm. Der Lokander drückt auch ein bisschen, aber... Ist nicht genug. Halt nur ein bisschen. Gehen wir rein in, was habe ich gesagt? Deizisau, ne? Die Buhmann-Partie wolltest du, ne? Beim Buhmann gegen Dutschenko. Da. Hä? Wieso steht der Sipiano? Ach, das ist Anton Demtschenko, meine Güte. Das ist, er wird gern mit Demtschenko vom Weiten vor allen Dingen. Böni 3710, danke dir, mein Lieber. An diesem Wochenende hat Baden-Baden keinen deutschen Spieler, aber ansonsten ist Jan Gustafsson im Kader. Immerhin. Ja, hier steht Dutschenko mit Schwarz gegen Buhmann offensichtlich aktiver, sage ich mal. Ach, Qualle mehr. Wir zählen erstmal als Materialfreunde, Qualität mehr, deutlich mehr Aktivität. Klaus, ist das für dich klar gewonnen für Schwarz? Das schaut schon sehr gut aus. Ne? Mhm. Der hat zwar einen Bauern für die Qualität, aber tauschen kann er wahrscheinlich nicht. Dann erledigt ihn der C-Bauer und gut. Wahrscheinlich droht ja auch Turm schlägt F3 bei Gelegenheit. Ne? Also eventuell der hier, ne? Ja, das kann auch ganz schnell richtig blöd werden. Also frappierend ist natürlich, die weißen Figuren stehen alle hier so ganz passiv hinten und viele schwarze Figuren im Lager des Weißen. Das ist schon ein großes Indiz. Dutschenko, super starker Spieler, ne? Das ist, der ist auch, was ist das für ein Brett hier? Das ist Brett 6, 7 oder so. Natürlich ganz schön, also der könnte locker auch am Brett einspielen. Man bedenkt, bei euch spielt Niklas an 1, ne? Huschenbeet mit einer Elo von 2,6 ungefähr und er hat 2,640 und spielt am Brett 7 halt, ne? Oder 6. Na ja, gut, erklären kann man das ja einfach. Ne? Stärkere Mannschaft, ja. Ja, und es ist trotzdem auch, je nachdem, was man als Spieler für eine Vereinbarung getroffen hat. Ne? Mhm. Also der, das habe ich erst die Tage irgendwo gelesen. Da hat einer geschrieben, Witzbold, dass Rubisch oder Uwe Seeler ja nie zu Bayern München gewechselt hätten. Aber der Niklas wollte halt eben Brett 1 spielen und das war ihm das Wichtigste. Und das tut er jetzt. Ne? Am Anfang gar nicht mit so viel Erfolg, aber jetzt läuft es besser. Ne? Also, der hat auch eine Zeit lang gebraucht, bis er da zurechtkam. Ist das dritte Jahr schon? Ich glaube, das zweite. Oder zweite Saison besser gesagt. Ja, ja, wahrscheinlich. Ne? Und die dauert ja schon gefühlte 4 Jahre. Ne? Es ist natürlich auch, aber im Brett 1 ist es natürlich auch einfacher, sich vorzubereiten, weil dort die, es ist klar, so viele potenzielle Gegner gibt es da nicht. Und er ist halt immer super gut vorbereitet, auch heute gegen Raga, unglaublich. Wobei Raga eine Variante gespielt hat, die er nicht erwartet hätte können, hätte erwarten können. Aber Niklas ist voll im Saft, unglaublich, wie gut der Junge, wie diszipliniert er ist. Also, hier sieht es nach, wer ist denn dran? Gut, da gibt es übrigens aus meiner Sicht einen ganz klaren Grund, warum das so ist. Ne? Weil der Niklas hat ja doch auch in den USA dieses Studium gemacht und dann eben auch so ein paar Turniere in den USA mitgespielt. Und ich habe diese Erfahrung gemacht, dass diese Amerikaner, die sind sagenhaft vorbereitet. Ne? Und da musste er das lernen. Weil die haben einfach die, also in den USA musst du ein Open-Turnier eh gewinnen. Wenn du Zweiter wirst, gehst du so gut wie leer heim. Ne? Du musst gewinnen. Also, ne? Und ich glaube, er hatte da alle Gründe, fleißig zu sein. Sonst klappt das nicht in den USA. Ne?
Er hat auch fleißig studiert, hat sein Studium gemacht, wobei er, glaube ich, immer noch nicht seinen Master gemacht hat. Damit pieke ich ihn jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Ich dachte, das hätte er in Deutschland nachgeholt. Ja, in Berlin jetzt, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, den Master hat er immer noch nicht. Na gut, aber im Moment macht er Schach. Ja, er macht vieles. Aktualisier mal bitte. Was soll ich denn aktualisieren? Bei Buhmann ist nichts geschehen. Die Dame ist angegriffen. Er überlegt sich, ob er die Dame tauscht. Was soll er groß machen? Die Dame kann gar nicht groß wegziehen, ehrlich gesagt. Ich meine, was soll die da hinten? Er kann Dame D3 machen oder Dame schlicht C4. Also Damen werden vom Brett verschwinden. Schwarz hat eine Qualität mehr. Und deutlich aktivere Figuren. Das heißt, es sieht so aus, als ob Grenke Platz 1 und 2 in der Bundesliga belegt. Kann man auch so sagen. Bahn, erster, Deizisau, zweiter dann. Ne? Krass. Was haben wir noch, was wir uns anschauen können? Muss mal kurz gucken hier. Machen wir das nochmal anders. Gehen wir mal wieder in die Paarungstabelle, in die Paarung rein von Chess24. Speyer-Bahn ist entschieden, haben wir gesagt. Kasımcanov wird gewinnen noch. Wojtaszek kämpft um den Gewinn. Das kann hier gut und gerne 7,5 zu halb ausgehen bei Bahn. Ist die Partie von dem Adams ausgegangen oder spielt der noch? Der hat gewonnen. Aha. Na gut, ich habe vorhin kurz zugehört, wie der Robert Rabiga die Partie erklärt hat. Ne? Und das war dann anscheinend tatsächlich so, dass dieser B-Bauer so furchtbar stark war, um alle anderen Nachteile wettzumachen. Ach ja, hier hatte ich eingeschaltet. Okay. Und peu à peu hat sich der B-Bauer durchgesetzt bei Adams, okay. Wir haben noch Solingen-Bayern, wie gesagt. Der Micky hat übrigens ein sagenhaftes Wochenende hier gehabt, oder ein langes Wochenende. Ich glaube, der hat 3 oder 4 Partien gewonnen. Ne? Nee. Nicht? Der hat alles Remis gemacht und jetzt gewonnen. Der hat am Anfang schon gewonnen, ne? Also wenn er alle Partien gespielt hat, dann hat er gegen Piqueo gewonnen. Hat er alle Partien gespielt? 7 Partien? Das war heftig, oder? Der war gut ausgeruht. Ne? Ich glaube, der hat in England so gut wie gar nichts. Der spielt auch kein Online-Schach, nichts. Naja, der blitzt nicht. Na gut, ne? Das weiß man nicht. Also, vielleicht würde er das ja machen, wenn er auch zu diesen hochdotierten Dingern eingeladen würde. Aber wenn das nicht der Fall ist... Ne, na, ich rede so von Online. Aber nee, stimmt. Ich glaube, Baden-Baden hat gar nicht groß rotiert irgendwie, weil alle Mannschaften hatten so Probleme, irgendwie mehr als 9 Leute hier anzukarren. Ne? Weil so viele andere Turniere parallel stattfinden. Aber du hast recht, er hat die ersten 2 Partien hier gewonnen, wenn das wahr ist, gegen Fedorchuk, Piqueo und dann Remy. Und ja, hat Baden-Baden überhaupt eine Partie verloren? Doch. Gegen Bayern München. Bayern München, gegen Bayern München. Gegen Bayern nur. Es ist eh erstaunlich, weil das ist ja jetzt nichts Neues, dass die manchmal zu oft schnell remisieren. Gegen Borch zum Beispiel, ja. Ja, da ist es mal schiefgegangen. Also meistens klappt es ja, weil sie eigentlich nie eine Partie verlieren. Und irgendeiner gewinnt dann doch, aber manchmal geht es dann halt auch schief. Hat er tatsächlich Dame B8 gespielt? Wo denn hier? Hat er Dame B8 gemacht? Ja, er versucht die Dame auf dem Brett zu halten, Rainer Buhmann, aber was die Dame da hinten, was soll die da? Ich will noch kurz zu Hamburg gehen. Mein Verein. Da hatten wir diese Partie hier, was war das? Schröder gegen Miton. Endspiel. Oh, Schwarz hat einen Bauern mehr. Wie ist das denn passiert? Jan-Christian Schröder, ehemals ein Riesentalent, hat sich aber entschieden zu studieren. Studiert in Hamburg an der Bucerius Law School, also eine private Uni, Jura. Und hat mit Schachspielen mehr oder weniger aufgehört. Ich habe ihn mal interviewt vor 4, 5 Jahren. Da meinte ich zu ihm so, wie sieht's aus? Willst du Profi werden? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich will was anderes machen irgendwie so. Also Schach ist cool irgendwie so, aber ich möchte was anderes machen. Und spielt nur noch in der Liga. Und jetzt hier in der Eröffnung stand er super. Jetzt hat er einen Bauern weniger plötzlich. Das sieht gut aus für Schwarz, ne? Also vor allen Dingen. Na gut, das schaut komplett gewonnen aus. Also die Bauern sind ja auch noch alle auf der Farbe des Läufers. Was soll der denn machen? Ja, er könnte sich irgendwie hinstellen mit König D3 und hoffen, dass das irgendwie noch geht, aber peu à peu wird sich Schwarz durchsetzen. Ja, vielleicht sogar dann mit G5.
Okay, das hier aufreißen. Ne? Mhm. Dann machen wir weiter mit Dirk Sebastian gegen Gumulaz. Da hatten wir lange geguckt. Wow, Schwarz stand hier komplett auf Gewinn noch vor 10 Zügen. Wir hatten geguckt hier bei Turm hier. A3. Wieso kann man nicht auf C2 nehmen? Kann man machen, will er nicht. Okay. Jetzt nimmt er. Gut. Schwarz hat einen Bauern mehr plus aktivere Stellung. Der hat einen mehr Bauern und die Kompensation. Das hat gestern übrigens jemand anders auch gesagt. Ja. Den Spruch kannte ich gar nicht. Aber Schwarz fällt nichts ein und der spielt König F8 nach 9 Minuten hier, Gumulaz. Gut, er läuft halt Richtung D7. Ne? Ich habe es gar nicht gesehen, aber was ist das denn? Wieso soll man ihn nicht nehmen können? Macht er auch. Hä? Okay, das ist natürlich einfach nur, wie sagt man, Bluff, würde ich sagen. Sieht einfach Quatsch aus, finde ich. Da haben wir E2, das ist einfach total gewonnen aus. Na egal. Okay, Weiß ist am Bluffen und Schwarz verliert hier die Übersicht. Und plötzlich ist nicht mehr so klar. Und jetzt wiederholen sie die Züge. Ne, Schwarz will weiterspielen. Hat ja auch zwei Bauern mehr und sagt sich, nee, das kann nicht sein. Aber irgendwie steht der schwarze König so schlecht, dass Weiß noch Gegenspiel kreieren kann. Und zwar mit der Idee Dame H7, Fesselung und jetzt vielleicht sowas wie G6, G7 oder sowas? Naja, also, jetzt ist nicht mehr so klar. Aber ich habe auch damit B8 nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin. Das heißt, das Erste, was ich nicht verstanden habe, warum hat der mit dem, als F5 kam und er den verhaftet hat, ne? Ja, also. Warum nimmt er nicht mit dem E-Bauern? Hat er doch. Hat er. Jetzt kommt noch ein Opfer. Das kann nicht sein, das kann nicht funktionieren, was Weiß da macht. Das ist halt, weil er sowieso schlecht steht und irgendwie noch was machen möchte. Also für mich sieht Dame E2 halt unglaublich stark aus. Der Turm muss nach H1 oder G1. Der droht aber gar nichts, der Läufer droht nicht nach B4 zu kommen. Der hier? Nee. Nee, aber ich muss halt Turm A1 machen oder so. Wo will denn der Turm hin? Schwarz hat auch so viel mehr, hätte er nicht statt Dame E2 zum Beispiel F4 spielen können. Den Decken geht auch, aber man gibt halt den F4 weg, Läufer F4. Ja, und jetzt Dame F5. Kommt aus dieser Fesselung nicht mehr raus. Ne? Es gibt viele Wege wahrscheinlich, die für Schwarz gewinnen. Ne? Ja, aber so hat er schön seine Puppen am eigenen Opa versammelt. Ne? Ja, Dame D3 gefällt mir nicht, weil es den Turm nach E1 lässt. Es ist natürlich immer noch gewonnen. Er kann immer noch F4 machen zum Beispiel vielleicht, was du machen wolltest. Und Dame F5. Also der Bluff geht durch und Schwarz-Weiß lässt Gegenspiel zu. Oder Schwarz lässt Gegenspiel zu. Und Dame H7 ist das Problem jetzt. Es droht G6 so ein bisschen. Hier die Geschichte. Natürlich hat Schwarz immer Turm G4 und sollte den Bauern aufhalten können. Aber es ist nicht mehr so klar. Zumal diese Fesselung nervig ist. Läufer B4. Genau, jetzt droht auch Läufer B4. No, Läufer B4. Hat er das eigentlich nicht sofort gemacht? Die Dame stand noch nicht auf. Achso, die Dame stand auf G6. Okay. Mm-hmm. Nein, Dresden steigt nicht ab. Hamburg... Es steigt niemand ab. Aachen ist abgestiegen. Doch, Aachen steigt ab. Ja, es muss man schauen. Muss man schauen. Jetzt bloß nicht sowas diskutieren. Also plötzlich hat Weiß Gegenspiel hier. Naja, zumal er dann Läufer schlägt E7 und Turm C7 droht, wenn der Läufer erstmal auf B4 ist. Also, das ist nicht gut gelaufen für Schwarz. Gucken wir mal weiter. Felix Bloberger, der GM geworden ist, kämpft hier. Ui. Gegen Julian Kramer. Der arme Julian muss jetzt dieses Endspiel die ganze Zeit verteidigen. Plötzlich hat Weiß einen Freibauern auf der A-Linie. Wie ist das gekommen? Lingen spielt nächste Saison in der zweiten Liga. Aber hier schöne Technik hinter den Bauern. Ne? Und jetzt wird der Bauer gepusht.
Ja, aber es ist ja kein Bauernendspiel, sondern ein Turmendspiel. Also eigentlich sollte Schwarz den Laden schon noch zusammen machen. Ich weiß nicht, wo Hockenheim spielt. Kann sein, dass sie in die dritte Liga gehen. A5 hier, Turm H2 geht aber nicht, ne? Wegen dem hier. Ne? Und der Bauer läuft durch. Also muss ich nach A5 König B7 spielen. Sowas, sowas. Und jetzt H3, ne? Turm B4, das Problem ist, der König kommt nicht ran hier. Den würde ich machen. Aber dann gibt er einfach Schach, ne? Und wartet ab. Dann mache ich Turm A2. Und ja, vielleicht auch Turm A5. Also, also ein bisschen aufpassen muss Schwarz schon noch. Ne? Gut, Georgios, stellen wir noch eine Abschlussfrage, dann mache ich mich auf den Weg. Ist nur ein Stück bis Frankfurt. Eine Abschlussfrage dir? Ja. Hätte ich jetzt nicht mehr, weiß ich nicht. Was steht an so? Was kann man von dir erwarten? WM zum Beispiel, WM. Natürlich, da wirst du natürlich wahrscheinlich für kommentieren. Ich würde wahrscheinlich ein bisschen über Schach reden. Ja, und das Chessbase, ne, wird das wahrscheinlich ja, auch. Ja, aber das ist ja trotzdem, das kann man ja wahrscheinlich sich auf den verschiedensten Kanälen anhören, die WM. Und teilweise wahrscheinlich auch mit sagenhaft prominenter Besetzung. Naja gut, aber die Leute wollen ja auch deutschen Kommentar haben. Also es ist ja viele, wollen ja, ja nicht alles auf Englisch schauen, ist ja logisch, ne? Zum Beispiel ist auch gar nicht klar, was mit Jan Gustafsson ist, weil er vermutlich im Sekundantenteam ist von Carlsen, der war nicht hier, der hat nicht kommentiert, also kann man dann schon ein bisschen, ich weiß es nicht, das ist Spekulation, dann würde mich wundern, wenn er während der WM kommentieren würde, das heißt, die Leute wollen natürlich deutsche Kommentare haben. Und wenn sie deutsche Kommentare haben wollen, dann bist du natürlich auch erste Adresse für Chessbase häufig, ne? Ja, wahrscheinlich würde ich schon was machen, aber ich war jetzt gerade in Sardinien und bin danach gleich hier hingefahren. Ich muss mich nächste Woche mal drum kümmern, wie man das macht. Ja, weil ich weiß nicht, ob ich kommentieren werde, Leute, auf Twitch, das ist was anderes. Dein Tipp für die WM? Freust du dich auf die WM? Was können wir erwarten? Das ist meine letzte Frage. Das ist auch, hast du denn schön schwierige ausgesucht. Na gut, der Herr Nepomniachtchin, also, er hat mich mal geadelt, indem er mir sagte, als ich ihn fragte, ob ich denn seinen Namen richtig ausgesprochen habe. Und er sagt, you came close. Fand ich schon mal gut. Und da werden sich viele schwer tun. Also ich bin wirklich total gespannt drauf. Natürlich ist Carlsen Haus, Turm und sonst wie Favorit. Aber was ja vollkommen klar ist, man wird alles tun, um dem Nepo zu helfen. Und ob das was nutzt, ne? Und ob die da wirklich so ein, wenn ich sage Materialschlacht, das klingt zu negativ, aber wenn die sowas hinkriegen, vielleicht hilft es ja doch was. Ne? Also ich weiß nicht, wie viele Sekundanten der hat und heutzutage heißt es ja dann immer, ja wahrscheinlich wird ein Rechenzentrum angemietet oder sonst was. Ne? Die Gerüchte gab es ja allemal schon und ich habe keine Ahnung, ob das sinnvoll ist oder nicht. Vielleicht leitet ja der Gusti inzwischen auch schon ein Rechenzentrum für den Carlsen. Also, kannst du dir das vorstellen? Doch, nicht, dass Gusti ein Rechenzentrum leitet, aber auf jeden Fall benutzen die mega die Computer, halt, ne? die angemietet werden, ne? In der Cloud. Ne? Die haben sie natürlich nicht zu Hause stehen, die Sachen, weil die zu groß sind teilweise. Aber klar, ich glaube, die sind inzwischen in ganz anderen Sphären, völlig verrückt irgendwie. Aber ob das letztendlich wirklich den Unterschied ausmacht, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. So. Weil das sind ja nur ganz graduelle Unterschiede, so minimale Unterschiede, Nuancen, die da noch ausgefeilt werden. Also eröffnungstechnisch, ich meine, was kann man da erwarten aus deiner Sicht? Ist ganz schwierig inzwischen, ne? Weil die spielen alles, ne? Ja, das stimmt. Und es ist ja daran, aber gut, es hat sich ja nichts geändert. Als Karpov gegen Kasparov spielte, die hatten ja diese unglaubliche Aktion, dass Karpov von seinen Trainern dazu, naja, beinahe gezwungen wurde und hat gesagt, wir finden einfach nichts gegen dieses dämliche Russisch von Karpov. Du musst jetzt selber mit Russisch spielen, dann muss der uns zeigen, was er für die gefährlichste Variante hält. Ne? Und die Strategie hat funktioniert. Ne? Und natürlich ist dort dann großartig gejammert worden und haben gesagt, es würde ja heutzutage überhaupt keinen Sinn mehr machen, einen starken Zug, den man entdeckt hat, zu spielen, weil er ja am Tag drauf gegen einen verwendet wird. Ne? Damals schon, ne? Ja, in den 80ern. Ne? Ja. Ja, und das ist nicht besser geworden. Und heute ist er erst recht so,
Natürlich bereiten alle Seiten sich sagenhaft gut vor, aber die verwenden ja trotzdem dieselbe Software. Mhm. Und die sehen im Prinzip das Gleiche. Da kommt, ne, im Prinzip auch oft das Gleiche raus. Ne? Naja, die sehen das Gleiche und müssen schon, was zeigen wir jetzt, was spielen wir davon, was beide sehen. Witzig. Also wahrscheinlich wird es ja doch wieder Remis-lastig, aber man weiß es ja zum Glück nicht genau. Mhm. Und es ist ja trotzdem so, die besten WM-Kämpfe, der beste WM-Kampf, den Carsten gespielt hat, war sein allererster. Ne? Gegen Arnold, ja, 2013. Der zweite war schon wackelig. Mhm. Und gegen Kajakin hat er gerade so verlieren können. Und das gegen Caruana, naja, da konnte er sich auch nicht beklagen, dass es am Ende gewonnen hat im Schnellschach. Ne? Ja, es gleicht sich ja zu sehr an, ne? Muss man schauen. Klaus, danke dir, dass du vorbeigeschaut hast. Nichts zu danken. Ich wünsche noch frohes Schaffen hier. Danke dir. Du hast es wahrscheinlich bald überstanden. Viel Erfolg und dann bin ich mal gespannt, ob du nächstes Jahr weiterspielst in der Bundesliga. Partien werde ich schon spielen, zumindest für die Live-Kommentare aus München stehe ich schon im Wort. Ja, ja. Alles klar, mach's gut, danke dir.